Super Mario Kart schuf ein neues Untergenre bei den Rennspielen und kam sofort sehr gut an. Kein Wunder also, dass auch andere Firmen etwas von diesem Erfolgskuchen abhaben wollten und so schickte Ubisoft Street Racer ins Rennen. Auf dem Super Nintendo klappte das, ja, super. Wie sieht es hier in einer kleinen Form aus? Was taugt Street Racer für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Vivid Image entwickelt und von Ubisoft weltweit 1996 veröffentlicht. Wie schon erwähnt, erschien das Spiel auch auf vielen anderen Plattformen wie dem Super Nintendo und der PlayStation. Das Spiel bietet euch mittlerweile schon klassisch kompetitive Kart-Action. Das heißt, ihr fahrt Rennen mit speziellen Charakteren auf diversen Strecken. Ihr könnt euch dabei mit Gewalt durchsetzen. Heißt hier bei Street Racer, ihr könnt nach links oder rechts schlagen, um die Gegner von euch zu stoßen. Die berühmten Fragezeichenblöcke mit diversen Gegenständen gibt es hier leider nicht. Die allgemeine Gestaltung ist dabei natürlich eher comichaft gestaltet. Beim Umfang wird euch hier einiges geboten. Einerseits könnt ihr aus 8 verschiedenen Fahrern mit ihren eigenen Stärken und Schwächen auswählen und andererseits bietet euch das Spiel 5 verschiedene Spielmodi. Die ersten 3 sind dabei recht klassisch und bieten genau das, wonach sie klingen. Practice, Head-to-Head und der Hauptmodus, der Championship-Modus, in dem ihr verschiedene Cups analog zu Super Mario Kart fahren könnt. Darüber hinaus gibt es dann noch den Rumble-Modus. Hier fahrt ihr auf einen sehr engen Kreisrundenkurs und euer Ziel ist es dort, die anderen Spieler zu vermöbeln. Im Zocker-Modus spielt ihr eine Art Autofußball. Die beiden Modi sind zwar ganz nett, aber eher als Dreingabe und nicht als Hauptmotivation zu bezeichnen. Umfangmäßig wird also viel geboten. Heißt das, dass das Spiel jetzt gut ist? Ich habe da ehrlich gesagt so einige Probleme und ganz weit voran ist die Steuerung bzw. das Spielgefühl allgemein. Bei Kartspielen ist eine schöne, direkte, responsive Steuerung in meinen Augen Pflicht und genau das wird hier nicht geliefert. Sie wirkt etwas schwammig und euer Kart schwankt viel zu weit von nach links und nach rechts. Klar, daran kann man sich gewöhnen, aber das Spielgefühl will da einfach bei mir nicht so richtig zünden. Auch gibt es so einige kleinere Sachen, die bei mir nur Fragezeichen hinterlassen. So startet ihr zum Beispiel bei Turnieren grundsätzlich als Letzter. Egal wie gut ihr im Rennen vorher abgeschnitten habt. So etwas mag natürlich eine Kleinigkeit sein, jedoch stören solche Sachen dann doch in der Masse. Technisch ist das Spiel echt so eine Sache. Während der Sound okay ist, also nicht gut, aber okay, ist die Grafik leider echt nicht in Ordnung. Das Positive, es spielt sich flüssig und nichts ruckelt. Das Negative, alles ist viel zu krümelig und so verkommt alles schnell zu einem wahren Pixelbrei. Irgendwelche Streckeneigenschaften im Detail zu erkennen, ist fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Hier wäre weniger mehr gewesen. Was taugt Street Racer für den Game Boy also heute noch? Ich bin nicht ganz so angetan von dem Spiel, ehrlich gesagt, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Klar, es hätte wesentlich schlechter sein können, aber hier wurden auf dem System so viele Chancen einfach verpasst. Vor allem der Grafikstil ist viel zu krümelig und euch bietet sich die meiste Zeit einfach nur ein Pixelbrei. Wenn ihr damit allerdings zurechtkommt, erwartet euch hier ein okayes Rennspiel. Das war der Test zu Street Racer auf den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.